Natürlich, er connectet einfach wieder. Random Mülltreffer connected, er macht uns Half-Life. Nice. Und wenn uns jetzt Voltenso noch fokust, sind wir einfach tot. Cool. Said I'm willing to ride for this shit. You know murder's my hobby, inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas said it, I'm cursed, cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst, cause I do my dirt, and I don't be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards, I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear someone rapping, I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Friends! Was geht ab? Willkommen zurück zu HoloX. Wir müssen jetzt in die Pokéball-Fabrik. Letzte Folge haben wir gegen Valerie gekämpft. Leider. Verluste. Leider. Sollte ich das euch nicht reingezogen haben. Bruder muss los, Alter. Holy shit, musst du aufstoßen. Dann zieht euch die letzte Folge auf jeden Fall rein. Sehenswürdig, definitiv. Kann man sich krank reinziehen. Holy shit, was eine Folge das war. Beziehungsweise was für ein Arena-Leiterkampf. Ja, jetzt die Pokéball-Fabrik. Die Folge, die wird auch heftig. Die wird auch nicht ohne. Weil erstens ist es ein Doppelkampf, daran erinnere ich mich noch. Und es kann sein, dass es die Tante mit diesem OP-Mac-9 ist. Oh, darauf habe ich gar keinen Bock, Alter. Gar keinen Bock, Mann, ernsthaft. Oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen heute irgendwas Entspanntes. Ich hoffe es so sehr. Gut, aber ja, ich habe tatsächlich Ness wieder ins Team genommen, weil wie gesagt, wir hatten Verluste und Ness ist okay. Hat die Offensivweste, das heißt, wir können kein Schutzschild drücken. Aber ich glaube, dass die Offensivweste doch besser ist als ein Schutzschild, oder? Weil an sich Schutzschild ist okay, hat uns Schutzschild mal einen Arsch gerettet. Ich glaube, er weniger hat er zum Stallen geholfen, würde ich so behaupten. Ansonsten eher weniger, deswegen dachte ich mir, Offensivweste ist okay. Ah ja, gut. Dann legen wir mal los. Ja, und dann würde ich sagen, reden wir heute einfach über ein, zwei random Themen. Ein bisschen Zeit haben wir, müssen nur ein paar Rüpel klatschen und danach geht die richtige Challenge los. Uff. Aber gut, Freunde, natürlich so wie immer, falls euch diese Folge gefällt oder falls ihr Bock habt auf den Doppelkampf, dass ich wieder hart struggle, dann lasst einen Daumen nach oben da, Support ist kein Mord. Und abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wir sind kurz vor den 900 Subs. Wäre cool, wenn wir das auf jeden Fall so noch in kurzer Zeit voll kriegen. Und natürlich dann dieses Jahr hoffentlich die 1000. Das wäre ehrenhaft. Und nein, für die Leute, die vielleicht neu auf dem Kanal sind oder so. Ich möchte nicht die 1000 erreichen, um monetarisieren zu können, meine Videos. Gar keinen Bock drauf. So diese 10, 20 Euro sind wahrscheinlich mega nice. Wenn ich überhaupt so viel mache, wahrscheinlich 5 eher. Aber ist mir trotzdem egal, diese 10, 20 Euro... Ist es mir nicht wert, dass ihr eine, beziehungsweise keine smooth Video-Experience habt, also dass ihr ein Video ohne Ads gucken könnt, mit Störungen und so, ihr wisst, was ich meine. Fühle ich nicht so sehr. Deswegen werde ich das nicht machen. Ich werde einfach diese Community-Tab ein bisschen ausnutzen und so. Das wollte ich eh schon lange haben, das fühle ich auf jeden Fall. Ja, so. Gut, so viel dazu. Dann ein Thema, was mir schon länger im Kopf rumschwirrt auf jeden Fall und was ich eigentlich Bock habe weiterzumachen, ist Folgendes. Und zwar wieder ein Hack. Ne? Ein Hack von mir. Und zwar ist es ein Auras Hack, ein Alpha Saphir, um genauer zu sein. Ich habe zwar schon Twisted Rubin und so, bla bla bla, warum jetzt nochmal ein Alpha Saphir bzw. Auras Hack? Ja, einfach aus dem Grund, da ich einen vernünftigen Auras Hack machen möchte, den man auch jedem zumuten kann. Also, ich mehr darauf, Alter Bruder, dein fucking Ernst, jetzt greif doch einfach an, Alter. Ja, mehr dazu dann, später, beziehungsweise vielleicht, aber auch habe ich schon bereits einen Trailer veröffentlicht. Also Trailer in Anführungszeichen. Mehr so Showcase, Teaser, Trailer, wie man das auch nennen mag. Weil, warum ich sage eventuell, ist einfach, gerade hier, wo ich das aufnehme, bin ich tatsächlich schon, ich glaube, 3 oder 4 Monate ahead. Ja. Also, ihr kennt mich ja. Ich mache immer Aufnahmesession und diese Aufnahmesession ist ein bisschen eskaliert. Ich hatte einfach so übertrieben viel Bock. Ich habe einfach für 3 oder... Habe ich 3 oder 4 Monate ahead gesagt? Wahrscheinlich, oder? Ich wollte sagen, 3, 4 Wochen. Ich war so motiviert.
Ich habe mich ein Wochenende einfach hingesetzt und ich glaube, 8 Aufnahmen gemacht oder so und dann die paar Tage wieder einige und so. Ich bin einfach 3,5 Wochen oder 4 Wochen schon vor euch. Wo ihr gerade seid, weiß ich gerade nicht genau, aber whatever. Ja. Worauf wollt ihr jetzt nochmal hinaus? Das habe ich vorher angesprochen. Ja, genau, bezüglich des Hacks, bla bla bla, vielleicht Trailer, genau. So, vielleicht ist der Trailer schon oben, vielleicht auch nicht, weil, ich sammle Gedanken, auf jeden Fall. Guck, wie ich das am besten in Anführungszeichen vermarkten kann, weil die Trailer davor war ich nicht so zufrieden. Ich möchte halt einiges ansprechen in dem Trailer, einiges zeigen und weiß ich nicht alles. Und dieser neue Auras-Hack, beziehungsweise der Alpha-Saphir-Hack, der ist ultra fucking schwer. Wirklich ultra fucking schwer. Aber an sich fair. Weil, so viel kann ich schon mal sagen, sollte ich keinen Trailer gemacht haben, kriegt ihr hier ein paar Infos. Die Fähigkeiten sind nicht randomized, wie in den vorherigen Hacks, ne, von mir. Die sind nicht randomized. Es sind die normalen Fähigkeiten bei den Pokémon, aber einige Pokémon haben entweder ihre Hidden Ability, falls sie besser ist als irgendeine andere Ability, als normale Ability bekommen. Das heißt, wenn ihr ein Pokémon irgendwo encountert, kann er seine Hidden Ability haben. Manche Pokémon haben aber eine Ability sogar ausgetauscht bekommen. Und zwar zum Beispiel jetzt McNiren. McNiren hat, glaube ich, Titankiefer. Ich glaube schon. Und sowas wie Luxtra hat dann Adrenalin. Und auch wie Luxtra hat dann den Unlichttypen dazu bekommen. Und natürlich wie hier Serpi hatten den Drachentypen dazu bekommen. Und jetzt, keine Ahnung, Libeldra zum Beispiel, Drache, Käfer oder irgendwie sowas. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Bitte triff einfach Doppli, das wäre ehrenhaft. Wäre richtig cool. Natürlich nicht. Einmal Doppelteam, wir treffen halt 7 Runden nicht mehr. 6-mal Doppelteam gegen den Bot. Er trifft trotzdem jede Runde, man kennt ihn. Das ist das Normale. Er crittet mich sogar. Okay, alles klar, warum nicht? Ja, also ich habe sehr, sehr viel verändert. Auch die Stats und so von zigtausend Pokémon. Ich glaube, ich bin bei Zeile 300 oder 400 irgendetwas oder so. Und auch die Abilities, habe ich ja bereits gesagt worden, bei manchen verändert. Bla bla bla, da bin ich auch bei Zeile 150 oder so. Und Attacken wurden verändert und bla bla bla. Also dieser Hack hat so viel Tiefe wie kein Hack zuvor, weil ich einfach erfahrener bin. Ist viel detaillierter, mit viel mehr Liebe gemacht, meiner Meinung nach. Hat tatsächlich auch nur 4 Custom Mons. Also einmal die Starter, die 3 Stück. Und dann natürlich Shadow Mewtwo, das mittlerweile, würde ich behaupten, fast mein Signature-Pokémon ist. Glaube ich, würde ich so behaupten. Was Hacks betrifft. Ich glaube, wir müssen hier, ne? Und dann rechts. Ja, genau. So, ja, würde ich behaupten, ist schon fast so mein Signature-Pokémon, wenn es um Custom-Formen geht. Die haben wir besiegt. Okay, perfekt. Das heißt, wir gehen da rein. Ein Pokéball snacken wir uns später, glaube ich. Aber ja, da auf jeden Fall das, ne? Und die Trainer wurden extrem schwer gemacht. Selbst in der ersten Arena haben die zum Beispiel schon Feuerschlag, Ice Heap. Die haben zigtausend Coverage-Attacken und 60er-Attacken, während wir noch mit 20, 30 oder 40er-Attacken oder so rumhängen, um was, was ich, ihr wisst, was ich meine. Es ist, wie kann man sagen, Rising Ruby und Sinking Sapphire, aber vielleicht sogar noch ein Tick schwerer. Maybe. Ich weiß es nicht ganz genau. Es wurde schon 3-mal getestet. Man kann es spielen, alles ganz cool. Es ist aber extrem schwer und das wollte ich mal so ansprechen. Und worauf ich jetzt, sagen wir mal, hinaus wollte, ist, ich sitze an dem Hack jetzt schon seit 4 oder 5 Monaten, aber mit tatsächlich 2 beziehungsweise 2,5 Monaten Pause. Warum? Einfach, weil ich sehr demotiviert war, da weiterzumachen. Eigentlich bin ich ja so ein Typ, wie die Leute, die schon länger auf dem Kanal sind, die wissen, ich ziehe durch. Aber ich war wirklich demotiviert, weil ich habe zu der Zeit noch Leute angeschrieben wegen Hollow X und bla 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 und was weiß ich nicht alles und ja, sagen wir wie immer, 90% haben es halt nicht mal gebracht oder haben sich nicht mal gemeldet und auch die, die gesagt haben, die machen es, haben es nach Monaten nicht gemacht und dann habe ich gesehen, wie immer andere Hacks weitergezockt worden sind und es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ihr wisst, was ich meine, man steckt so viel Schweißblut, auch Hollow X oder Twisted Rubin, selbst wenn das jetzt nicht so kranke Hacks sind, da steckt sehr viel Arbeit drin, hunderte von Stunden. Also ein Twisted Rubin jetzt
Doch, Twisted Rubin würde wahrscheinlich auch auf knapp 100 kommen. HoloX ist auf jeden Fall über 100. Download. Macht Schmarotzer mehr? Ach, whatever. Ich mach trotzdem einfach Flammenwurf. Scheiß drauf. Weil das ist ein Stahl-Pokémon, hat sehr hohe physische Death. Ja, Boot einfach. So. Ja, whatever. Ich war demotiviert so. Und wollte es dann im Sommer releasen. Den Alpha Saphir Hack. Das wird jetzt aber definitiv nichts, weil ich 2,5 Monate so gesehen hinterherhänge. Ich bin immer noch beim dritten Orden. Beziehungsweise kurz vorm Berg, wo man Team Magma/Aqua antrifft und so. Da bin ich ungefähr. Und ja, ne? Zieht sich das Ganze. Das heißt, Release wäre jetzt irgendwie Herbst, Winter ungefähr. Muss ich halt gucken. Und das wollte ich halt nur ansprechen, so dass ihr irgendwie neu auf dem neuesten Stand seid oder so. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Simsalon Cleopatra. Er fängt ja sehr toll an, ne? Fängt ja sehr toll an. Sehr, sehr toll. Cleopatra Kehrtwende oder so tut sehr weh. Simsala kann Zauberschein wahrscheinlich. Kann aber keine Feuer. Er kann wahrscheinlich Donnerblitz, Psychokinese, Spukball und Zauberschein, oder? Damit ich ihm komplette Coverage gegeben habe. Cleopatra könnte uns, glaube ich, nur mit Kehrtwende oder halt Nachthieb Crit oder so wehtun. Was mache ich? Bleiben wir erstmal drin, um zu gucken, was die überhaupt machen. Ich glaube, ich greife einfach mal Simsala an. Wir sind ja eh schneller. Vielleicht critten wir ja sogar. Zauberschein, ja, aber klar. Bitte nicht zu viel Schaden. Okay, das geteilte Schaden, das hat jetzt nicht so viel gemacht, das ist nice. Das war aber klar, es war klar. Cleopatra Knuddler. Oh Gott, okay, zum Glück nicht auf uns. Das ist aber trotzdem Sage. Weil Girafarik hätte eine Eisattacke oder eine Drachenattacke in Simsala machen können, das wäre gestorben. Knuddler nimmt uns aber, glaube ich, nicht raus. Und Laubkling hat mehr als Hälfte gemacht. Ich würde, glaube ich, noch mal einmal angreifen. Glaube ich. Auf Simsala, damit wir es rausnehmen, oder? Warte mal. Er wird wahrscheinlich noch mal Zauberschein machen. Safe Call, weil Meistergriff auch Typ Kampf ist. Könnte in G gehen. Aber Nachthieb von Cleopatra, eww. Eww, Chief wäre eine Option. Aber wahrscheinlich hat er jetzt aber nicht so viel Schaden gemacht. Ich glaube, ich greife einfach an und versuche, das Simsala zu killen. Weil wenn wir das Simsala killen, dann müssen wir eh nicht auf Zauberschein achten. Ja, perfekt. Das heißt, Cleopatra, bitte Fokus nicht uns. 8 KP. Natürlich die Poison. Es wäre ja auch kein Let's Play von mir, würde ich keine Statusprobleme fressen. Jawohl, GG, ciao Ness. Boah, ich hasse dieses Spiel einfach so sehr, ne? Ich kann auch keinen Rocky reinholen wegen Knuddler. Ich müsste, glaube ich, in Chief gehen. Ich glaube schon. Jawohl, GG, geil, cool, hat Spaß gemacht, Alter. Fuck mal live, Alter. Voltenso. Aber ich hätte in G. Nee, in G hätte ich nicht gehen können. Auf wen mache ich jetzt Irrlicht, ist die Frage. Ich glaube, ich mache ein Irrlicht auf Cleopatra, weil es kann ja Knuddler. Dann würde es Meistergriff nicht rausnehmen. Und Voltenso können wir dann auch Irrlichten nächste Runde, wenn wir treffen. Mega Voltenso. Oh Gott, Alter, bitte überlebt das einfach, Chief. Bitte. Please. Natürlich, er connectet einfach wieder. Random Mülltreffer connected, er macht uns Half-Life. Nice. Und wenn uns jetzt Voltenso noch fokust, sind wir einfach tot. Cool. Wir überleben, kriegen aber wieder eine Para. 10% by the way. 10% Ableit-Typen Cleopatra raus. Gut, habe ich umsonst geirrlichtet.
Zick. Zick. Cool. Er wird jetzt... Hitzewelle wird er nicht machen. Spukball auf Meistergriff, denke ich. Das heißt, ich gehe in Doppli. Oder ein Rocky. Ah, Doppli ist halt zu langsam, ne? Eine Hitzewelle und so. Kritisch. Ich gehe in Rocky, ja. Obwohl, ich hätte erst Doppli gehen müssen und dann in Rocky, weil wir sind von Typ Gestein, dann ist der Sandsturm oben. Wir hätten dann nochmal einen speziellen defensiven Boost. Zu spät. Voltenso. Leben Orb hat Skelabra. Life Orb. Life Orb Skelabra. Und die droppt einfach die Hitzewelle, stumpf. Ist aber geteilter Schaden. Haut Meistergriff einfach weg. Das war ein Crit gegen beide. Ey, ich habe die Crit-Chance nur minimal erhöht. Um 2% oder so? Kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Ja, dann mache ich jetzt ein Felsgrab ins Skelabra. Das macht, glaube ich, mehr Schaden als ein Knirscher. Weil die wird eh wieder Hitzewelle machen, safe. Ein schneller Felsgrab. Tod, maybe? Ehre. Junge, Rockys Angriff ist einfach zu strong. Zu hoch, Alter. Lichtschild. Das ist nice, aber ich glaube, das Voltenso hat physisch angegriffen. Oder? Maybe? Glaube ich? Funkensprung. Nee, speziell. Okay. Gut, jetzt noch ein Reflektor oder so, das wäre richtig nice. Nice, Init Drop. Hibiskus. Auch huge. So, da er Klavion fokust und es sich heilt, ist es mega nice. So, dann auf jeden Fall. Warte mal, killt Drachenklau aus der Range. 80. 60. Könnte killen. Könnte. Muss aber nicht. Könnte aber. Come on. Jawohl. Perfekt. Damit wäre der Kampf überstanden. Aber wir sind einfach wieder unnötig an Statuseffekte gestorben. Cool. Gerade wo Nas kurz vor Level Up war, ich glaube auf 48 oder so, oder Hälfte oder so, und dann eine Drachenattacke gelernt hat, oder hätte. Weil, rest in peace. Gut. Wir haben wieder ein neues Pokémon offen im Team. Slotmäßig. Meisterball und Riesennugget. Meisterball natürlich. Da muss ich nicht zweimal überlegen. Ja, cool. Gut. Aber okay, seien wir ehrlich, ne? Es war jetzt nicht so die Yellow from the Egg, ne? Leider. Ich hab's halt verkackt mit Ness. Ich hätte Ness viel geiler machen können. Aber man lernt draus. Das ist ja nicht schlimm. So, was sagt DJ Khaled noch? Gar nichts. Okay, wir gehen einfach raus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen die Offensivweste. Ness ist dead. Okay, cool. So, kommen wir hier zurück? Nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich das Teil zurückdrehen, oder? Ja, ich glaube schon. Gut, speeden wir mal eben das Ganze. So, gespeedet ist ein bisschen kritisch. So. Was sagt der denn jetzt eigentlich? Überstunden? Okay, ich verstehe. Gut. Bam, dann drehen wir das zurück. Ah, da kommen wir auch nicht zurück. Ah doch. Bin behindert. Man kennt ihn. So, die sprechen wieder mit uns. Ja, wir haben es geschafft. Pokéball-Fabrik ist safe. Bla bla bla. Ist okay. Ich bin keiner salty about diesen fucking Poison. Es hat wahrscheinlich auch wieder 10% und mit Donnerzahn die Paralyse hat auch 10% und... Weil Statusprobleme oder so habe ich nicht erhöht, ne? Just saying. Nur die Crit-Chance. Und das auch nur sehr leicht. Sehr leicht. Ich glaube 1 oder 2%. Maximum 3. Aber ich glaube nicht, weil 3 ist schon kinda crazy. Ich glaube 1 oder 2%. Aber, wie gesagt, jede dritte Attacke vom Gegner crittet uns. Es ist crazy.
Aber gut. Es ist halt so, ne? Was soll ich machen? Dadurch wird ein Hack auch stärker. Beziehungsweise schwerer. Selbst wenn der Hack an sich nicht von den Pokémon, die die Gegner benutzen, schwer ist. Allein dadurch, dass die halt öfter critten oder so, wird es halt schwerer. Was halt aber auch wieder ein bisschen ist, weil es nimmt wieder einen Skill raus und macht so mehr RNG rein. Kriegen die Box noch voll safe. Ja gut. Mihikel wäre eine coole Option, weil physisch, weil wir so viele Spezielle haben. Zu Beerus wäre jetzt aktuell keine Option. Mr. Popo wäre eine Option, aber es ist wieder speziell. Ja, ich glaube, ich nehme Mihikel. Dann haben wir wenigstens ein Pflanzen-Pokémon. Ja, das nehme ich hier rein. Das muss ich dann hochziehen. Unser Dugout. Ja, das wird schon irgendwie. Irgendwie wird das schon. So, und dann heilen wir. Aber, Friends, das soll es dann auf jeden Fall auch für diese Folge mit HoloX, keine Ahnung, whatever, ich keine Ahnung, was ich sagen wollte, gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in aller Frische in der nächsten Folge HoloX oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Also, macht's gut, ich bin raus. Peace.